Mein Name ist Gunter Kümmel. Vorgestellt wurde ich eigentlich schon in diesen paar Zeilen, die das Sascha herumgeschickt hat. Ich bin 1941 in Teheran auf die Welt gekommen in einem KZ. Und zwar in einem britischen Konzentrationslager auf dem Gelände der Botschaft des Deutschen Reiches. Mein Vater war dort über Auftrag der Regierung, der deutschen Regierung, versteht sich. Ich bin dort auf die Welt gekommen und kurze Zeit später sind die Engländer in Iran einmarschiert und die Sowjets, weil die fanden, es wäre gut, ein neutrales Land, Persien war neutral, zu überfallen, um dort Waffen zu transportieren, und da haben die keine Rücksicht auf Neutralität genommen. Und da wurden alle Deutschen zusammengefasst. Und die Italiener auch, die waren damals mit uns verbündet kurz, und kamen eben in dieses Konzentrationslager. Und da haben die Engländer natürlich auch keine Rücksicht auf Hochschwangere genommen oder auf kleine Kinder. Und meine Mutter war also mit mir schwanger und hat in diesem KZ entbunden, ja, mit der Hilfe von anderen Frauen, die da auch eingesperrt waren. Und auf dem Rücktransport, bin ich, also die haben die Frauen und Kinder haben sie zurücktransportiert ins Reich über Italien, weil sie gesagt haben, wir werden doch nicht diese Deutschen den ganzen Krieg durch ernähren. Ja, das werden wir nicht machen, das sollen die machen. Ja. Aber die Männer haben sie zurückbehalten. Ja. Mein Vater hätten sie fast erschossen ich bin auf beim Rücktransport, der hat fast ein halbes Jahr gedauert, auf den ältesten und verrostetsten Kähnen, die Briten irgendwo aufteilen, weil gute Schiffe waren natürlich für den Krieg wichtig. Ja. Und da haben sie einfach über einen verrosteten Kahn eine Rotkreuzflagge drauf gemacht, und das war jetzt ein Zivilistentransport. Ja. Auf dem Schiff gab es nichts, ich wäre fast verhungert. Ja. Ich bin in Deutschland angekommen und konnte hier nicht einmal Babynahrung zu mir nehmen, so schwach war ich. Ja. Also das ist eine lange Geschichte. Also später bin ich in Wien aufgewachsen, habe in Österreich und studiert und in Würzburg Dissertation gemacht und habe dann an verschiedenen Universitäten in der Bundesrepublik Labors für Virusforschung geleitet, Projekte verfolgt, Veröffentlichungen gemacht und so weiter. Also das ist eine kurze Vorstellung. Eigentlich ist es eine Anmaßung, über dieses Thema euch noch was mitteilen zu wollen, denn ihr seid ja seit Jahren und seit Jahrzehnten entschlossene verbunden in entschlossener Liebe zu Deutschland. Die meisten von euch sind schon mit schwarz-weiß-roten Blutkörperchen auf die Welt gekommen. Deswegen, also was ich euch erzähle, wird euch nicht neu sein. Wenn es euch langweilt, umso eher bin ich dankbar anschließend für Kritik und Diskussion. Macht euch Notizen und schreibt es mal auf, was euch nicht gefallen hat. So, nun, es gibt viele Begriffe und Wörter, die in der heutigen Bundesrepublik verteufelt werden. Also Rechtspopulismus und rechte Gesinnung und rechts ist überhaupt ganz schlecht, aber das Allerschlimmste, also der wahrhaftige Gott sei bei uns, das ist der Nationalismus. Also wenn man Nationalismus irgendwo liest, also das ist ganz was Furchtbares. Oft wird irgendein Totschlagswort extra erfunden, ohne viel Sinn dahinter, wie zum Beispiel Rassismus. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass das überhaupt sein soll, denn Rassen gibt es ja gar nicht. Ja. Also habe ich gehört. Ja.
Und Rassismus gibt es dann auch nicht, oder doch, was das sein soll, weiß keiner. Und was Rechtspopulismus sein soll, das weiß auch keiner, weil eigentlich würde das ja bedeuten, eine demokratische, Populus ist das Volk, also das heißt eine Anschauung, die alle teilen können, das wäre dann Populismus. Und Rechtspopulismus, was soll das sein? Also jemand, der normal denkt, so wie das ganze Volk, der ist dann Rechtspopulist. Oder? Es ist nicht definiertes Wort, ja? Aber es dient als Totschlagswort, also wer Rechtspopulist ist oder wenn das von dem behauptet werden kann, dann wird er gleich aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen. Es gibt da akute Beispiele dafür. Interessant in dem Zusammenhang mit solchen Begriffen ist das Gutachten des Verfassungsschutzes über die AfD als Prüffall. Da steht zum Beispiel, die brisanteste Gefahr besteht im Rassismus der AfD. Und zwar, was meinen die damit? Schreiben sie extra dazu. Im biologisch-rassistischen oder ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Ja, also, jetzt wisst ihr was. Ja. Also, ich spreche nachher noch über diese Besonderheit. Dabei ist die Heimatliebe ja ein natürliches Gefühl, das bereits in der frühesten Lebenszeit im Kleinstkind, im Säugling erwacht. Und zwar aufgrund einer besonderen, natürlich vererbten, veranlagten Nervensystems der sogenannten Spiegelneuronen. Wir haben also spezielle Neuronen, die in einem besonderen Bezirk des Gehirns lokalisiert sind, nahe dem Sprachzentrum. Und diese Spiegelneuronen vermitteln die Vertrautheit des Säuglings mit dem Gesicht und mit der Stimme und mit dem Verhalten der Mutter. Und diese Vertrautheit wird im Lauf der ersten Lebenswochen übertragen auf andere Personen, auf die Familie, auf den Vater, auf Pflegepersonen. Und später dann auch auf die Umgebung, auf die nähere Heimat bis zum Horizont und schließlich aber auch aufs ganze Vaterland, auf die Heimat und auf das ganze Vaterland, wo eben die gleiche Sprache gesprochen wird, die Muttersprache, die der Säugling von der Mutter gehört hat und in seinen Spiegelneuronen diese Vertrautheit abgespeichert hat. Diese Untersuchung mit allen wissenschaftlichen Zitaten findet ihr in dem Buch von Michael Birthelm, Komm heim ins Reich, Handbuch der Befreiung, also etwas mit dem Untertitel Handbuch der Befreiung. Das Buch ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Heimattreuen, der in Deutschland noch herumläuft. Das findet ihr, das ist ein ziemlich dickes Buch, besonders die Kapitel über die Deutung der Geschichte, das ist die Überschrift des Kapitels, die muss jeder gelesen haben. Das sind nur 20 Seiten, das kann ja jeder lesen. Das ist nicht so lang wie die Gebrauchsanleitung für mein Telefon daheim. Dieses Buch könnte, ja, wichtig bei diesem Buch ist, das enthält sehr viele Gedanken von Horst Mahler. Ja, wer also mit Gedankengut von Horst Mahler ein bisschen vertraut sein will, der liest dieses Buch. Besonders die Deutung der Geschichte, da erfährt er nämlich etwas über die Geschichte des Globalismus. Über den Globalismus kann ich einmal einen eigenen Vortrag halten. Das ist eine sehr
interessante Geschichte, wo es sich lohnt, ausführlich darüber zu sprechen. Das Buch ist einfach herunterzuladen, ihr findet es in der Suchmaschine von eurem Rechner. Unter Michael Birthelm, es ist sofort sichtbar. Das ist nicht verboten, das Buch. Ja. Es ist bei Amazon sogar angeführt. Und es gibt dort auch eine Rezension von mir. aber das Buch ist zufällig derzeit nicht erhältlich und es war noch nie erhältlich. Ja. Also das sind so Geschichten. Ja, ich will aber nicht über das Gefühl der Heimatliebe sprechen, sondern über die Idee, über die Ideologie, die dahinter steht. Um zur Idee des Nationalismus zu kommen, muss ich ein bisschen ausholen. Dazu ist es wichtig, herauszustellen, was eigentlich ein Volk ist. Wir wissen das alle, so ungefähr. Ja, ein Volk, naja, ist klar, ist halt ein Volk. Ne? Das wird aber heute sehr stark bestritten, dass es überhaupt ein Volk, sowas gibt es gar nicht. Das ist nur eine konstruierte Vorstellung, dass in Wirklichkeit existiert das gar nicht. Ja, es gibt nur Gesellschaft, ja, mit dem Ziel, dass die Leute in den Völkern vereinzelt atomisiert werden, so nehmen sie uns alle natürlichen Gemeinschaften weg. Was den Menschen zum Menschen macht, seine wesentliche Eigenschaft, seine essentielle Eigenschaft, das ist seine Fähigkeit zu denken, zu verstehen, zu planen, seine Vernunft, sein Verstand, sein Geist, die Geistigkeit des Menschen. Wenn man vom Menschenantlitz spricht, ja, also jeder, der ein Menschenantlitz spricht, und dann kommt immer sehr viel, wenn man vom Menschenantlitz spricht, dann meint man eigentlich die Geistigkeit, die aus diesem Gesicht spricht. Wenn das ein eingeschlafenes Gesicht ist oder gar ein totes Gesicht, dann sieht man diese Geistigkeit nicht. Dann kann man auch nicht von der Menschlichkeit in diesem Moment an diesen Menschen sprechen. Nun, der Geist des Menschen bringt Gedanken hervor, Ideengebäude, Erfindungen, Kunstwerke. Jedes Gespräch, jedes Planen, jede Diskussion, das Lesen eines Buches ist ein Werk des Geistes. Diese Geisteswerke, die Folgen, die Manifestationen des Geistes werden weitergegeben innerhalb der Kulturgemeinschaft. Und dieses Weitergeben nennt man die Tradition. Je eher ein Werk, ein Kunstwerk zum Beispiel, Anerkennung findet, desto länger bleibt es im Volk erhalten oder desto mehr Bücher gibt es darüber. Von der Musik kennst du das, ja. Nun, die Erzeugnisse des Geistes entstehen in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen, also sind diese wichtigen Züge des Menschseins auch durch eine Gemeinschaftsleistung erbracht. Gruppen von Menschen, die miteinander solche Werke des Geistes erschaffen, stellen eine Kulturgemeinschaft dar, eben ein Volk. Kultur ist also eine Gemeinschaftsveranstaltung. Viele Menschen sind in vielen Generationen damit beschäftigt, diese Kultur zu schaffen, zu erweitern, zu entwickeln,
und zu bewahren natürlich. Ja? Also zu bewahren und zu entwickeln. Eine Kultur entwickelt sich. Die Kultur im 19. Jahrhundert ist nicht so wie die im 17. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert. Sie entwickelt sich und sie kann auch eines Tages verflachen, zum Beispiel heute, oder sie kann vielleicht auch sterben. Einer allein kann eine Kultur nicht schaffen. Einer allein kann es nicht. Er kann sie auch nicht bewahren. Ein extremes Beispiel für diesen Gedanken ist jener australische Ureinwohner, dem gestattet wurde, vor dem australischen Parlament eine Rede zu halten. Und er hat 3 Stunden lang gesprochen, eine emphatische, eindringliche Rede, aber leider hat kein einziger Mensch irgendein Wort davon verstanden, auch die anwesenden Ureinwohner nicht. Denn es gibt unter den Aborigines hunderte von Sprachen, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, und er war zufällig der einzige Sprecher, der letzte Sprecher der Sprache, er war der letzte Vertreter seiner Kultur, seines Volkes. Ja. Und mit ihm ist diese Kultur, ist diese Sprache, ist dieses Volk gestorben. Es entfaltet sich also in jeder Gruppe von gemeinsam geistig Tätigen, in jedem Volk ein bestimmter Stil, eine Art und Weise zu denken. Diese Eigenart prägt die Werke der Geistlichkeit, also die Kulturwerke. Es entsteht insgesamt eine ganz eigene Kultur, eine Art und Weise zu denken und Kunstwerke zu schaffen. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Philosophie und eine französische Philosophie. Sie sind beide allgemeingültig, aber sie sind verschieden. Das Denken und Austauschen von Gedanken braucht natürlich eine Sprache. Die Sprache ist ja ein wesentliches Element der einzelnen Kulturen. Ein Volk, das ist also eine Kulturgemeinschaft und eine Sprachgemeinschaft. Nun, wenn man sich das überlegt, also die Leute sprechen miteinander, sie entwickeln eine Kultur, das heißt auf Deutsch, sie wohnen in der Nähe. Daraus folgt allein schon, dass ein Volk auch eine Siedlungsgemeinschaft ist. Also Leute, die gemeinsam leben, die gleiche Sprache sprechen und eine bestimmte Kultur entwickeln. Das ist ein Volk. Und da man mit jenen Partnern eine Familie gründet, mit denen man reden kann, die also schon mal die gleiche Sprache sprechen und mit denen man sich versteht, sprachlich und auch geistig, die gleichen Werte teilen. Deswegen ist natürlich ein Volk, allein schon deswegen, auch eine Herkunfts- und damit eine Schicksalsgemeinschaft. Das Volk ist also Kulturgemeinschaft, Sprachgemeinschaft, Herkunftsgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft. Ja, das ist die Definition von Volk. Und das ist durchaus nichts Ungewöhnliches Verbotenes gar Neues. Ja, das, ich fasse da nur etwas zusammen, was ohnehin jeder weiß, weil er ein bisschen nachdenkt. Ohnehin stammen Leute, die an den gleichen Orten siedeln, zumeist auch vom gemeinsamen Ahnen ab und haben dann auch gemeinsame Gene, gemeinsame Anlagen, gemeinsame
Talente und ihr Intelligenzquotient zum Beispiel ist innerhalb einer Kultur, einer Herkunfts- und Siedlungsgemeinschaft, eines Volkes, innerhalb gewisser Schranken, oberer und unterer Schranken, feststellbar. Und daher ist es sinnvoll, einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten eines Volkes oder eines Siedlungsgebietes, einer Herkunftsgemeinschaft zu bestimmen und den dann zum Beispiel zu vergleichen, den IQ der Japaner mit dem IQ der Europäer oder der Chinesen oder der Türken, wobei übrigens die Türken schlecht abschneiden und die Europäer auch, aber nicht ganz so schlecht wie die Türken. Noch nicht. Das, was wir morgen hier haben werden oder was wir heute hier schon haben, das ist nicht mehr Europa, ja, das ist was anderes. Gut, damit kann man den Nationalismus definieren. Damit kann man, mit diesen Erkenntnissen kann man bereits sagen, was denn der Nationalismus ist. Der Nationalismus ist die Erkenntnis, dass das Volk der Träger, und zwar der einzige Träger der Kultur ist, der Träger der eigentlichen Basis des Menschseins, der Träger der Geistigkeit. Es gibt also kein Menschsein ohne Volk. Und die Erkenntnis, dass das so ist, das ist der Nationalismus. Und selbstverständlich ist dieses Bewahren der Eigenart, das Bewahren der Identität, das ist die Selbstbehauptung. Das ist also das eigentliche Thema meines Vortrags, zu zeigen, dass die Selbstbehauptung, die Bewahrung der Identität, dasselbe ist wie Nationalismus, Heimatliebe und die Idee, die hinter der Heimatliebe steht, die Ideologie, das ist der Nationalismus. Wenn man also rational darüber nachdenkt, Heimatliebe, soll es das überhaupt geben, was soll das überhaupt sein? Ja, das ist, dann muss man auf die Idee zurückgehen. Nun ist diese Definition, habe ich schon gesagt, keineswegs neu oder ungewöhnlich. Und die Merkel-Junta kann da darüber herziehen, wie sie will. Dabei bleibt es zu behaupten, das Volk, das sei die Masse der zufällig gerade hier Anwesenden, das ist einfach nur absurd. Ja, das ist überhaupt keine Diskussion wert. Dass das in anderen Ländern auch erkannt wird, ist selbstverständlich, etwa in Ungarn, in Italien, in Frankreich, überall. In Polen, habe ich gelesen, machte der katholische Priester Roman Kniblewski in einer Predigt aus christlicher Sicht vor der altpolnischen Jugend, man muss sich mal vorstellen, es gibt in Deutschland eine altdeutsche Jugend, die gibt es nicht lange. Ne? Er machte also klar, der Nationalismus, sagt er, ist die Tugend der Liebe zur eigenen Nation. Wir dürfen unsere Kultur, unsere Identität und Überzeugungen nicht in irgendeinen heidnischen Saustall verwandeln. Das dürfen wir einfach nicht. Ja, also das kann man nur in Polen sagen. Ne? Nun, viele Ideologien, also Ideengebäude, die versuchen, die Welt und den Menschen zu erfassen, zu erklären, was da eigentlich alles dahinter ist, die beginnen ihre Überlegungen damit, nachzuforschen, was denn der Mensch eigentlich ist, was die Natur des Menschen ist, was die essentiellen Eigenschaften des Menschen sind, was für das Menschsein wesentlich ist.
Diese Überlegung, dass man also davon ausgeht, was ist denn der Mensch, trifft zum Beispiel für den Renaissance-Humanismus zu, der ja abgehend von der Dogmatik des Mittelalters versucht hat, den Menschen ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Es gilt für die Aufklärung im 19. 17. und 18. Jahrhundert für den Humanismus in diesen Jahrhunderten. Ein wesentliches Motto der Aufklärung war ein lateinisches Sprichwort, das wurde dann auf Deutsch übersetzt, sapere aude. Das hat besonders Kant, allen seinen, also der große Aufklärer der Deutsche, in allen seinen Werken als Motto gesetzt, sapere aude. Das heißt übertragen, wage es, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Ja? Trau dich bloß nicht auf das zu hören, was in den Abendnachrichten kommt, sondern versuche selbst zu denken und selbst ein Gedankengebäude zu entwickeln über die Themen, die dir wichtig sind, die dir vorgegeben sind. Nun, mit diesem Bekenntnis zur Geistigkeit fordern ihre, nachdem sie den Menschen erkannt haben als geistiges Wesen, fordern sie gleichzeitig ein Bekenntnis zum Volk, dem Nationalismus. Das heißt, überall, wo von Menschlichkeit die Rede ist, und man sich überlegt, Moment, Menschlichkeit, was soll das sein? Ja, Menschlichkeit, das ist das eigentlich Menschliche, das ist die Geistigkeit, die Kultur, das Volk. Diese Gedankenkette kann man also an alle diese Ideologien anhängen, und immer wenn von Humanität die Rede ist, dann ist das geheuchelt, es dreht sich um ein Bekenntnis zum Nationalismus. Ja, und auch sogar unser Grundgesetz, große Überraschung, tut genau das. Denn das überwölbende Prinzip des Grundgesetzes ist der Artikel 1, das erste wichtigste Grundrecht, die Bewahrung und Behauptung der Menschenwürde. Und das steht über allem, das ganze Grundgesetz steht unter diesem Vorbehalt. Ja, Menschenwürde. So, da sind natürlich viele Artikel drüber geschrieben worden, wissenschaftliche Abhandlungen, was ist denn das eigentlich, die Menschenwürde? Und es gibt also zig höchstgerichtliche Urteile darüber, ob dies oder das noch mit der Menschenwürde vereinbar ist. Zum Beispiel war das ein wesentlicher Punkt in der Beurteilung von Horst Mahler, als zwei Drittel oder die Hälfte, ich habe es jetzt vergessen, seiner Strafe abgelaufen war und das Gericht beurteilen sollte, ob man diesen Mann wie Kriminelle nun auf freien Fuß setzen kann und den Rest seiner Strafe zur Bewährung erlassen. Da argumentierte ein Richter, der den Fall genau untersucht hat, argumentierte so: Zuletzt gebietet die Menschenwürde, den Mann freizulassen. Lange, lange Abhandlung mit diesem Fazit. Das heißt, die Menschenwürde wird schon überall eingeführt. Ja, und das Grundgesetz ist also aufgebaut auf diesem Grundsatz. Und Menschenwürde bedeutet also, wenn man das genau untersucht, was denn das ist, bedeutet wieder, ja, was ist am Menschen besonders dran? Es gibt vielleicht eine Schildkrötenwürde oder
die Würde des Schimpansen oder ne, und der, wenn man von der Menschenwürde spricht, dann muss das etwas spezifisch Menschliches sein. Und das spezifisch essentiell Menschliche ist eben die Geistigkeit. Und wenn man das festgestellt hat, dann fordert jemand, der das Bekenntnis zur Menschenwürde fordert, fordert das Bekenntnis zur Geistigkeit und fordert zum Schluss in dieser Gedankenkette den Nationalismus. Das heißt, unser Grundgesetz erlaubt nicht den Nationalismus, es gebietet, es fordert den Nationalismus. Das muss man mal der Frau Merkel genau erklären. Ja, wenn ihr sie mal trefft, schickt sie zu mir. Jeder, der den Nationalismus verteufelt, also in Zeitungen, in Medien, überall, handelt verfassungsfeindlich und müsste eigentlich vom Verfassungsschutz oder vom Verfassungsgericht gestoppt werden. Ja? Also bei der Merkel ist es sowieso aus vielen Gründen schon lange nötig. Und es ist leicht zu erkennen, dass solche Kräfte diesen Nationalismus, das Bekenntnis zum eigenen Volk und zum Volk überhaupt, angreifen aus Eigennutz, das Grundgesetz aushebeln wollen. Wer das tut, sind die Kräfte des Globalismus, und ich habe schon gesagt, über Globalismus müsste man genau sprechen, also, und das ist also ein Referat, das bestimmt eine Stunde dauert, und das ihr eben nachlesen könnt in diesem Buch, das ich genannt habe. Wenn der Verfassungsschutz die AfD also verdammt und verurteilt, weil sie einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff hat, so muss man erstens sagen, einen anderen gibt es nicht. Und zweitens ist das genau der Volksbegriff, der im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz ist vom deutschen Volk die Rede. Ja, zum Beispiel in Artikel 56, wo der Amtseid der höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik wörtlich ganz genau aufgesprochen wird, den jeder nachsprechen muss, geht ungefähr so: Ich schwöre, dass ich das Wohl des deutschen Volkes fördern, Schaden von ihm wenden werde. Also, so wahr mir Gott helfe und so weiter, lange Eidesformel. Steht wörtlich drin, so muss das sein. Das deutsche Volk ist der Souverän des Grundgesetzes. Ja? Insofern ist das, was heute kolportiert wird, noch sehr viel schlimmer als das, als unser Grundgesetz. So blöd ist das nämlich gar nicht. Ja? Wenn wir eines Tages eine eigene, richtige Verfassung beschließen können, dann können wir uns an diesen Grundsätzen orientieren. Nicht, weil die im Grundgesetz stehen, die 1949 von den Alliierten oktroyiert wurde, sondern deswegen, weil sie richtig sind. In ganz anderem Zusammenhang müssen wir dann unsere Verfassung durch das Volk schließen. Eine besondere Rolle im Geistesleben Europas, im Abendland, spielt das Christentum. Die Kulturen des Abendlandes, der nordische Geist und das Christentum haben sich wohl gegenseitig befruchtet und gemeinsam entwickelt. Ja, man kann also ebenso gut sagen, das Christentum hat das Abendland geschaffen, wie das Christentum heute aussieht, hat das Abendland das Christentum geschaffen. Ja? Aber das ist eine spezielle Überlegung.
Man kann zeigen, dass wesentliche Grundlagen der Kulturen Europas auf der Gedankenwelt des Christentums gründen, basieren. Dies gilt zum Beispiel für die Anfänge der Malerei aus dem Malen von Heiligen und Märtyrern. Am Anfang der Malerei, der europäischen Malerei, wurden nur solche Bilder sozusagen gestattet. Ja? Und erst später hat sich daraus langsam die gesamte Malerei entwickelt. Das gilt auch für zum Beispiel, nur sind einzelne Beispiele, für die Entwicklung der deutschen Dramatik, also des deutschen Theaters, das sich entwickelt hat aus der szenischen Darstellung der Ostersequenz, die in Dörfern gesprochen und dargestellt wurde. Und daraus hat sich allmählich das Theater entwickelt, lange Entwicklung, wir haben das im Deutschunterricht genau behandelt, bis zur heutigen Dramatik. Ja. Das gilt auch für die großartigsten Werke der europäischen Architektur, für die Dome und Kathedralen. Es gibt nichts Schöneres als diese Riesenkirchen. Es gilt auch für die Musik von Johann Sebastian Bach, für die Kantaten und Passionen. Und es gilt sogar für die abendländische Philosophie, angefangen von Augustinus und Thomas von Aquin bis Hegel und Heidegger. Ja? Also die gesamte Entwicklung der Philosophie in Europa basiert in Wirklichkeit auf dem Christentum. Und wer Hegel liest, ist eine große Arbeit, der stößt immer wieder auf den Begriff Gottes und des Geistes. Was ist mit Nietzsche? Ich würde ihn in diese Reihe mit einbeziehen. Ja, aber es ist eine schwierige, spezielle Frage. Nun, was folgt daraus? Der höchste Wertbegriff des Christentums, seine Gottesvorstellung, ja, das ist das Höchste im Christentum, ist mit dem Geist identisch. Gott ist Geist. Das steht zum Beispiel in der Johannes-Offenbarung 4,24, steht wörtlich drinnen, Gott ist Geist. Ja, und die Existenz von Jesus Christus als Gott, Geist und Mensch deutet schon darauf hin, dass dieser Geist etwas mit dem menschlichen Geist zu tun hat. Der Geist ist also ein allgemeines Weltprinzip, das dieser Welt innewohnt, das in dieser Welt feststellbar ist. Und der Mensch hat Anteil an diesem Geist. Nun muss ein Christ, vorausschicken möchte ich, dass die Naturwissenschaft, zum Beispiel die Neurobiologie, bis heute den Geist in ihre Überlegungen, in ihre Darlegungen nicht einbeziehen konnte. Sie braucht ihn, aber sie kann ihn weder erklären, noch seine Herkunft irgendwie beschreiben. Sie kann kaum den Begriff selbst beschreiben, was der Geist ist, woher der kommt, was der tut. Die Naturwissenschaft kann es nicht. Vielleicht wird es ja mal soweit sein, vielleicht nicht. Ja? Also brauchen wir eigentlich eine Philosophie, eine Ideologie, die das leisten kann, die also diesen Begriff einfängt. Das kann nur eine Philosophie sein, die jenseits vom sinnlichen Erfassbaren sich damit beschäftigt. Also eine Geistphilosophie, eine Transzendenzphilosophie. In dem Sinn ist das Christentum
eine Transzendenzphilosophie, wenn man es so auffasst, eine ins Religiöse gewendete Transzendenzphilosophie. Ja, und an diesem geistigen Element hat der Mensch Anteil. Das war also lange Gegenstand meines Vortrags. Die Geistigkeit des Menschen. Jeder Christ muss sich zum Geist in der Welt, also zu seinem Gottesbegriff, bekennen. Das heißt, man kann daraus ableiten, nicht jeder Pfarrer, nicht jeder Theologe wird das tun, manche ja, dass jeder Christ von seiner Religion auch dazu angehalten wird, sich zu seiner Kulturgemeinschaft, also Geistigkeit, Kultur, Kulturgemeinschaft, zu seinem Volk zu bekennen. Ja? Also nicht nur der Humanismus und jeder, der von Menschsein und Menschlichkeit und menschlichem Antlitz schwadroniert, endet beim Nationalismus, auch das deutsche Grundgesetz und sogar das Christentum endet bei der Forderung des Bekenntnisses zum Volk, zur Geistigkeit, zum Volk, zum Nationalismus. Nun, das Grundgesetz spricht also zwar nur vom deutschen Volk, aber diese Überlegungen sind eigentlich gültig für jedes beliebige Volk. Ja? Man muss sich vor dem Missverständnis absolut hüten, streng hüten, dass das Bekenntnis zum eigenen Volk und die Liebe zum eigenen Volk bedeutet, die anderen abzuwerten. Ja, zu sagen, ja, wir sind gut, das sind wir. Daher sind die anderen schlecht, das ist falsch. Ja, die Völker sind verschieden, aber jedes einzelne Volk ist wertvoll und der Bewahrung wert. Alle zusammen formen die Weltkultur und jedes einzelne Volk ist ein Baustein innerhalb dieses Gebäudes, eine Facette der Weltkultur. In dieser Weise denken wir, aber nicht Verblendete des Auserwähltheitswahnes. Wer also seine Gruppe, sein Volk, seinen Staat oder seine Organisation als wertvoll ansieht, aber alle anderen sind nur seelenlos und eigentlich keine Menschen, seelenlos wie das Vieh. Ja? Ich will das nicht weiter ausführen. Das ist der Auserwähltheitswahn. Also wenn man sich einbildet, ja, wir sind auserwählt, ja, alle anderen taugen nichts. Diese Ansicht ist das gerade Gegenteil des auch vom Grundgesetz geforderten Nationalismus, der ja alle Völker für verschieden, aber für gleich erhaltenswert ansieht. Der Auserwähltheitswahn, auch Chauvinismus genannt, ist also, setzt euch alle nieder. Dieser Auserwähltheitswahn oder Chauvinismus ist also das Gegenteil des Nationalismus, der stärkste Gegensatz dazu. Keinesfalls ist der Chauvinismus ein übersteigerter Nationalismus. Also Nationalisten dürfen wir sein, aber nicht übersteigende. Nein, Nationalisten dürfen wir sein. Das Grundgesetz erlaubt es, das Grundgesetz fordert es. Aber der Chauvinismus, der Auserwähltheitswahn, ist das Gegenteil von Nationalismus.
Ja? Ist das klar, warum das so ist? Ja? Der Nationalismus ist das Bekenntnis zum eigenen Volk und der Chauvinismus ist die Heraushebung des eigenen Volkes oder der eigenen Gruppe. Man kann nicht immer von einem Volk sprechen, bei manchen Entitäten. Die sind allein wertvoll und die anderen sind absolutes Vieh. Nun, der österreichische Dichter Hammerling kleidete diese Gedanken in einfache Worte. Du sollst jedes Menschen Vaterland achten, aber das Deinige sollst du lieben.